Schönen Dank. Die Fortsetzung von gestern, die Vorträge von Herr Dagmar und mir sind wieder die Impulsvorträge dafür, weil wir heute die Themen Recht, Sicherheit, Bildung, Erziehung haben. So zusammengefasst wahrscheinlich in zwei Paketen, oder? Gut. Wobei da Recht und Sicherheit zusammengehört und Bildung und Erziehung. Oder sollten wir das mischen? Oder was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe mich mit den Themen, und da kann ich anknüpfen wieder an den Vortrag von gestern, ja angefangen mit dem Thema Recht zu beschäftigen, so Mitte 2005, 2006, als ich das erste Mal ein Grundgesetz in die Hand genommen hatte, weil mir irgendjemand irgendwo beim Bier erzählt hat, musst du mal reinschauen, warum das Grundgesetz für die Bundesrepublik heißt und nicht der Bundesrepublik. Oder warum auf einem Personenausweis, auf einer Identitätskarte Personalausweis steht und was das so mit den Dingen zu tun hat. Und das Schöne war, er hat mir die Antworten nicht verraten. Dadurch sind wir nicht in den Konflikt gekommen und es sofort Meinungen aufeinander geprallt sind von Leuten, die ein gesundes Halbwissen haben. Das ist meistens auch der Konfliktfall, wenn man sich mit Behörden auseinandersetzt, weil das Schlimmste, was in der Regel auch das ist, was passiert, wenn Leute aufeinandertreffen, die beide über irgendein Recht zwar eine Meinung, aber ein gesundes Halbwissen haben und davon hat der eine die Pistole. Dann ist das sehr ungünstig und man kann überlegen, wie die Sache wahrscheinlich ausgeht. Und je mehr man sich damit beschäftigt oder ich mich damit beschäftigt habe, ich will nicht sagen, dass ich unsicher geworden bin, aber umso mehr ist mir bewusst geworden, was für einer gigantischen Täuschung und Täuscherbande wir eigentlich aufliegen. Und dass ich mir heute so ziemlich sicher bin, dass ich ziemlich wenig weiß. Obwohl ich über die letzten 10 Jahre nicht blöder geworden bin, wenn man erst einmal in dieses Thema einsteigt. Und deswegen noch einmal, auch in Wiederholung dessen, was ich das gestern gesagt habe, wirkliches Wissen kriegst du nur durchs Tun, nicht durch das Studium von Büchern, sondern in dem Moment, wo du in den Wald reinrufst, müssen sie sich auf der anderen Seite auch bewegen. Und erst in der Bewegung ist zu sehen, wie die sich verhalten und ob Wort und Tat oder Gesetzestext mit Handlung von denen in irgendeiner Weise in Übereinstimmung steht. Oder, was sehr wahrscheinlich ist, welche juristischen Programme uns im Vordergrund vorgespielt wurden, aber im Hintergrund eventuell wirklich laufen. Und wo die eigentlichen Ursachen liegen. Nur so und auf diese Art und Weise kann man das rauskriegen. Jetzt habe ich mal eine Frage in die Runde. Ich habe vor ein paar Monaten, 2 Monaten genau, bei Kompakt einen Vortrag gehalten. Diesen hier, Heimat ist ein Paradies. Wer hat den im Internet gesehen? Ja, ungefähr die Hälfte. Da muss ich doch ein kleines bisschen eingehen, weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mehr über die Ergebnisse zu erzielen, die wir mit unserer Aktion Heimat ist ein Paradies. Ich bin dafür auch nur der Sprecher. Der Ideengeber, der mich auch ein Stück angetriggert hat, ist dein Norbert Gogolin, der sich einmal intensiv beschäftigt hat mit der Frage der deutschen Staatsangehörigkeit. Denn das, worüber ich gestern gesprochen habe, über die ökonomischen Quellen und wie wir uns ökonomisch, wirtschaftlich, finanziell ein Stück von dem System lösen können, war die juristische Komponente für mich und das, was ich betreibe, nur dahingehend interessant zu beweisen, haben die Brüder eine Legitimation oder keine. Und alle Fragen, die ich an die Behörden gestellt habe, waren letzten Endes darauf abgezielt, bis ich Norbert letztes Jahr getroffen habe und der mir gesagt hat, du hör mal, hast du dich schon mal damit beschäftigt, was die deutsche Staatsangehörigkeit überhaupt ist? Nö. Naja, eigentlich eine Tautologie, denn im Gesetz steht drin, Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Also es ist ungefähr so, wie dick ist, wer dick ist. Also die Beschreibung eines Begriffes mit der Verwendung des gleichen Wortes geht eigentlich gar nicht. Das machen die aber in den Gesetzen. Und dann ist aber ganz interessant, wie sich über die Rechtsgeschichte die Begriffe entwickelt haben. Denn jeder Begriff muss in irgendeiner Weise definiert sein und auf einmal steht da was ganz Komisches. Und dann ging es darum, dieses Juristendeutsch mal zu übersetzen und zu gucken, was steckt denn eigentlich wirklich hinter den Begriffen und was steckt denn da eigentlich hinter den Aussagen, wenn so etwas in den Gesetzestexten steht. Wo ist denn da eventuell die Täuschung?
Und als ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen, und dann bin dann immer ziemlich begeistert, dann denkt man, und da war mir auf einmal klar, hier haben wir die Schlüsselfrage schlechthin getroffen. Und zwar, das möchte ich Ihnen zeigen, nicht die Schlüsselfrage hier in Deutschland, nicht die Schlüsselfrage in Europa, sondern für die gesamte Welt. Nämlich, wie und auf welcher Basis ziehen die hier die NWO durch? Und das wird über dieses Thema gemacht und um den Dunst, der über dieses Thema liegt. Und dass wir, wenn man sich nicht damit beschäftigt, nicht die Spur einer Chance hat, zu durchblicken, was hier eigentlich läuft. Und nachher, wenn ich komme auf die Ergebnisse, was die Urkunde betrifft, ja, wenn ich das mache, wenn ich jetzt so eine Urkunde 146 abgebe, bin ich dann frei? Was erreiche ich damit? Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen gleich sagen, erst einmal nicht sehr viel. Aber die Urkunde und die Folgen, die dranhängen, enttarnt die Täuscher. Und das ist wichtig. Das wird wahrscheinlich sogar reichen. Sie enttarnt die Täuscher. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich kann sie hier von einer Bühne auch deswegen propagieren, weil, wenn sich Menschen darauf einlasse, ich etwas mache, dass ich sie damit nicht in die Gefahr begebe, wie irgendwelche Ausweise von hier oder da, und dann nehmen die Menschen irgendwas und verwenden das, kommen irgendeine Polizeikontrolle oder was weiß ich wie und werden erstmal nach Strich und Faden fertig gemacht, weil sie bestimmte Dinge nicht argumentieren können, weil sie vielleicht Sachen genommen haben, ja, ich habe doch aber recht. Und dann kennen sie die gesamten Täuschungen nicht und die Gegenseite eventuell auch nicht. Und dann ist die gigantische Konfliktsituation da. Und der Punkt, meine Damen und Herren, das sagte ich auch schon gestern, ist der, dass es eigentlich darum gehen sollte, die Menschen auch in den Behörden in irgendeiner Weise zu gewinnen. Denn das sind unsere Partner und die wissen das eigentlich noch gar nicht. Weil, wie gesagt, nochmal, dieses System ist ein den Menschen feindliches System, aber nicht die Menschen, die in diesem System arbeiten. Da sollten wir auch unterscheiden. Die sind genauso fehlgelenkt, fehlgeleitet, betrogen, wie alle anderen auch. Und jetzt möchte ich die Wurzeln, also die juristischen, eigentlich auch ein bisschen schneller durchblättern, weil dazu, das war es mir so wert und wichtig, dass wir sogar mal was schriftlich gemacht haben, also nicht nur PDFs, sondern ein ganzes Heft. Und es gibt dann auch viele Musterdokumente, die ich hier auch ein Stück bringen werde, die Sie sich selber ziehen können und überlegen können, wie nutzen Sie die Dinge. Also ich möchte Ihnen noch Dinge an die Hand geben, wo Sie, wenn Sie die Dinge nutzen, und das ist das Angebot, die Möglichkeit haben, selbst vom Glauben ins Wissen zu gelangen. Denn der große Punkt ist der, da gibt es 1 Million Bewegungen, da gibt es 1 Million Internetseiten, der eine sagt so und der andere sagt so und die Leute, ich bin hoffnungslos überfordert, wem soll ich denn glauben? Und mein Vorschlag ist sich selbst. Und ihr Wissen kriegen sie nur aus ihrer Mitte und nicht, wenn sie im Außen sind, in der Panik, der eine sagt so und dann schlägt das Pendel hin und dann schlägt das Pendel her, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das ist blöd. Dann werden Sie es nicht erfahren. Gehen Sie in die Stille, in die Mitte, hören Sie in sich. Und wenn Sie es dann nicht wissen, dann geht es eigentlich nur um eins. Fragen Sie doch mal die, die es wissen sollten. Und stellen intelligente Fragen. Aber stellen Sie die selbst. Und wenn denen, an denen Sie die Frage richten, der muss sich dann dummerweise bewegen. Und antworten. Und in den Antworten werden Sie es erfahren. Aber persönlich erfahren. Und dann stehen Sie das erste Mal da vor anderen Menschen und sagen, ich weiß. Und das ist etwas anderes, als wenn Sie sagen, ich glaube. Und wie man das macht, kommt von mir vielleicht hier ein paar Anregungen. Und ich hoffe, wir werden hier in diesen Runden irgendwann mal einen Zustand erreichen, dass wir das, worüber ich heute rede, nicht mehr brauchen. Das ist mein Ziel. Und so sagte Friedrich der Große, ich bin Preuße, nicht Deutsch, Preuße, der sagte, was ein Juristenkollegium, das Ungerechtigkeiten ausübt, weitaus gefährlicher und schlimmer ist als eine Diebesbande, vor der kann man sich schützen, aber vor Schelmen, die den Mantel der Justiz gebrauchen, um ihre üblen Passionen herauszuführen, auszuführen, von denen kann sich kein Mensch hüten. Die sind ärger als die größten Spitzbuben, die es in der Welt gibt. Wohl wahr. Weil die haben ihre eigene Gemeinde gebildet mit ihrem Juristendeutsch, das wir nicht verstehen, sodass wir permanent irgendwo hingehen müssen, um irgendeinen Experten zu suchen, ob es ein Anwalt ist, ein Arzt oder was weiß ich wie. Aber immer dann, wenn sie das tun, haben sie ein Stück ihrer Verantwortung an jemand anderen delegiert. Und dann ist das die Frage, ob das so eine gute Idee war.
Auch hier geht es darum, entweder zu sich persönlich, weil es das ureigene Thema ist, oder auf jeden Fall die Kompetenz in die Gruppe zu holen von Menschen, denen ich vertraue, mit denen ich zusammenarbeite und nicht irgendwelchen fremden Leuten, nur weil die ein schönes goldenes Klingelschild haben. Oberanwalt hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und wer weiß, welchen Interessen er wirklich dient. Und weil wir gerade bei den Preußen sind, wie gesagt, ich habe meine Willenserklärung gemacht, ich bin Preuße und so langsam fange ich an, darauf stolz zu sein, wenn man sich auch mit der Geschichte beschäftigt. Sein Vater, der Soldatenkönig, eigentlich eine üble Nummer, hat aber in seiner Direktheit auch einen guten, der hat sogar einen Erlass gemacht. Und der nennt sich der sogenannte Spitzbubenerlass vom 15.02.1726. Und dann sagt er, wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, dass die Advokatie schwarze Menschen, welche bis unter das Knie gehen, unserer Verordnung gemäß tragen, damit man die Spitzbuben schon von Weitem erkennt. Licht aus, Herr Richter, Licht aus, Bott an. Da seid ihr und wir wissen, was ihr tut. Das reicht mitunter völlig aus. Und diese Verordnung, die würde ich glatt übernehmen. Und wenn manche dieser Spitzbuben von den Gerichten auch in ihrem Privatleben diese Kleidung tragen müssten, ich wette, so andere Urteile würden anders ausfallen, so manche Urteile, wenn die das auf einmal in dieser tollen Anonymität, ne? Da geht das und diesem Hin- und Herwechseln. Und so wie dieses System funktioniert, ist es so, wenn ein großes Verbrechen passiert oder geplant ist, dann muss man Folgendes tun. Man plant dieses Verbrechen wie eine Torte in 20, 30, 40 kleine Schritte ein. Und jeder kriegt nur so viel, dass er immer mit dem, was er tut, seine Hand in Unschuld waschen kann. Das ist die beste Nummer. Ich bin's nicht gewesen, ich muss die Verantwortung delegieren. Auch ich habe doch hier nur das Blatt unterschrieben. Ich habe nur das gemacht und ich habe nur das gemacht. Und zum Schluss kommt eine riesengroße Schweinerei raus. Und das ist auch der Punkt, Verantwortung wieder zu sich zu holen oder in den Behörden und Ämtern den Menschen genau aufzuzeigen, wo ihre Verantwortung beginnt und wo sie endet und dass sie für das, was sie tun, auch persönlich haftbar sind und in die Haftung genommen werden können. Das ist nicht sehr angenehm, wenn man dann richtig argumentiert. Und da möchte ich Ihnen heute einige Anregungen geben. Durch Ihre Unglaubhaftigkeit erzieht sich die Wahrheit dem erkannt werden. Wenn so ein paar Dinge kommen, ich gehe die ein bisschen schneller durch, die sollten Sie dann selbst nachvollziehen, weil ich dann mehr auf die Lösung gehen will und sagen kann, was kann man damit erreichen und was hat es insgesamt schon gegeben? Denn ich habe auch mal angefangen mit einer Anzeige Selbstverwaltung, dann habe ich mich damit beschäftigt, stand auch selber schon vor Gericht, habe Behörden, Post und Briefe hin und her, bin in Interaktion getreten, und weiß auch, wie die Ergebnisse sind, weiß auch, was andere so ungefähr mit den Dingen, die sie tun, für Ergebnisse erzielen. Und deswegen nochmal ganz wichtig, damit man weiß, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich habe kein Interesse, Recht zu bekommen. Ich will in dem, was wir tun und in den Visionen, die wir haben, erfolgreich sein. Das ist ein Unterschied, okay? Ich will nicht Recht haben. Ich beharre nicht auf mein Recht und auf meine Rechtsposition. Und da habe ich Folgendes gemerkt im Umgang mit den Behörden. Es ist völlig unrelevant aus meiner Sicht, wie ich darüber denke, ob es das Grundgesetz gibt, ob es Geltungsbereiche dafür gibt, ob. Und wie meine persönliche Rechtsauffassung zu irgendwelchen Dingen ist, wo ich auch immer sehr vorsichtig bin, ob die wirklich gelten oder nicht, da wir nicht in der Kenntnis sind, welche Geheimverträge gibt es da noch so schönes, die sie irgendwo in der Schublade haben und die immer nur stückchenweise rauskommen und die ich denen immer nur mit dem Finger aus der Nase ziehen kann, wenn man einmal konkret nachfragt. Und wenn sie die wirklich richtig am Haken haben, wissen sie, was dann an Briefen kommt, die zeige ich ihnen gleich. Wir geben ihnen keine Antwort mehr. Das kommt dann. Das Problem ist, dann wissen Sie zwar, Sie haben ein Thema getroffen ohne Ende und zwar das Richtige, aber da Sie Ihnen keine Antwort mehr geben, wissen Sie eigentlich auch noch nicht so richtig und da freut immer noch ein Stück im Dunkeln. Das ist der Punkt. So, die Sachen, die kennen Sie, Sigmar Gabriel, also Sie sagen uns ja eigentlich, wir haben gar keine Bundesrepublik, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation in Deutschland, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nicht zu entscheiden. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai zu keinem Zeitpunkt, also 45, voll souverän gewesen. Wolfgang Schäuble im November 2011.
Und ich führe mal so ein bisschen Zwiegespräche mit denen, so fiktive, wenn es um Argumentation geht, um sich selber zu schulen, so im Geiste Zwiegespräche mit den Typen. Und dann stelle ich immer wieder fest, sie sagen, ja, sie haben ja gar keine Legitimation. Dann sagen die, ja, stimmt. Und wir haben noch einen draufgesetzt. Am 25.07. haben wir sogar euch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gegeben, wo drin steht, die Wahlen sind eigentlich rückwirkend seit 56 unwirksam. Und da kommt Frau Merkel wieder, die macht weiter und das interessiert ja keinen. Die machen weiter, das interessiert mir keinen. Und im nächsten Jahr, also in diesem Jahr, rufen wir wieder zur Bundeswahl auf und dann kommt ihr alle wieder wie die Schafe und wählt uns wieder. Obwohl eigentlich alles ungültig ist. Das macht ihr einfach. Und wissen, was ich dann sagen kann? Ja, Leute, die haben keine Legitimation. Sie haben keine staatliche Legitimation, denn Staatenlose können keine Legitimation für einen Staat haben. Den Nachweis werde ich gleich bringen, dass wir alle staatenlos sind. Aber sie haben schon ein Mandat. Denn wir sind hingegangen und haben ihnen wieder die Möglichkeit gegeben, über uns zu herrschen. Das war eine blöde Idee. Und von dieser Konzeption sollten wir uns irgendwann mal trennen. Und versuchen, geht es denn anders? Reicht die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben? Jetzt wissen wir, wie es anders geht. Und da eben so ein paar Anregungen rein. Dass das hier Firmenkonstrukte und so weiter sind, das kann man schnell nachvollziehen. Da gibt es einen Branchendienst, da sind wir noch dran an der Arbeit und muss noch sehen, was ich für Kontakte habe. Das, was ich hier vorträge, 80% ist auch hier guckt und sowas, was andere machen, ein paar sind meine eigenen Ideen. Und ich bin wirklich froh, in einem Netzwerk zu arbeiten, also Menschen zu kennen, die alle irgendwo ihre Verdienste und ihre Leistungen haben. Und es gibt so viele, vor allen Dingen ehrenamtliche Arbeit und von Menschen, die sich auch mit Recht auseinandersetzen, die eigentlich Quereinsteiger sind, wie ich auch. 2005 das erste Mal das vorgestellte Paragraphenzeichen, also die Handfessel, gesehen und angefangen, erst dann sich damit zu beschäftigen. Egal was passiert, gerade diese Bewegung oder Bewegungen stellt man fest, die reifen daran und alle werden immer kompetenter. Und das ist gut, die haben es auf einmal mit Leuten zu tun, die ihnen in den Gerichten auf einmal in Augenhöhe gegenüberstehen. Und das ist cool, das ist anders als vor 5, 6, 7 Jahren oder so, das wird immer besser. Und davor haben die auch Angst. Jetzt kommen wir hinter ihre Geheimnisse, hinter ihre Schweinereien und Betrügereien und so weiter. Und hier sind wir noch dabei. Wir finden im Prinzip sämtliche Körperschaften des Rechts, wenn man eingibt, Germany und der Firmeninhalt. Hier ist Company Lookup. Es geht immer um Gesellschaften, um Firmenregister stehen die dran. Und dann gibt man mal ein Government. Also Regierung. Und dann findet man die alle. Freistaat Bayern und so weiter und so fort. Man findet die Bundesrepublik in der Dorotheenstraße und die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur und das Bundesarchiv und tausend Sachen und so weiter. Selbst das Bundesverfassungsgericht geht man in andere Dienste rein, den Bundesgerichtshof und so weiter. Immer oben hier sehen Sie Company Lockup, ne? Gesellschaftslockup. Und bei Manta steht dann direkt Bundesverfassungsgericht im Schlossbezirk 3 in Karlsruhe. Bundesverfassungsgericht ist a private company. Was muss ich jetzt noch diskutieren? Das steht drin, was wir noch nicht gefunden haben und wir wissen nicht, wo und wie die das gemacht haben. Wahrscheinlich über den britischen Trustrecht in der City of London, in irgendwelchen Registern. Wir haben die Handelsregistereintragung der Firmen von denen noch nicht gefunden, sondern nur die Eintragungen in internationalen Branchenbüchern als Firma von denen. Und ob sie das nehmen oder den Deutschen Bundestag nehmen. Deutscher Bundestag ist a private company. Haben Sie jetzt noch eine Frage? Deutscher Bundestag, also und zwar am Platz der Republik und Bunsenstraße, mehrere Adressen. Übrigens auch in Washington D.C. Und in Washington D.C. sieht die Bundesrepublik Deutschland so aus. Das ist dieses Reinhold. Aber Washington D.C. ist ja auch ein Extrabezirk. Und wenn Sie gesamt eingeben, das hat mir mein Leser gemacht, man tauscht sich ja dann aus, hat er gesagt, ey Klaus, hast du schon mal Gesamtsuche gegeben? Alle in der BRD unter dem Companies, unter dem Stichwort Government, die sich als Geschäftsaufgabe mit Regierung beschäftigen. Wie viele Firmen gibt es in Deutschland, die dies betreiben? Die Zahl steht hier. Nicht 665, nicht 667, nein, es sind in Deutschland 666 Firmen. Ein Schelm, der da Böses vermutet.
Sachen, dass das Firmenkonstrukte sind, sieht man hier. Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten. Also man muss dieses ganze Blabla von Politikern und manchmal sparen. Ja, wir sind ein souveräner Staat. Wenn das wieder irgendjemand behauptet, dann sage ich, ja klar, souveräne Staaten haben es so an sich, dass sie die Kosten für Besatzung tragen. Und das auch noch heute, das steht immer noch in diesem Grundgesetz drin, von dem die anderen wieder behaupten, ja, das Grundgesetz ist unsere Verfassung. Wissen Sie, was Sie machen können? Nehmen Sie immer so ein Grundgesetz mit und wenn Ihnen irgendjemand an so einem Parteistand sagt, das Grundgesetz ist jetzt unsere Verfassung, dann sage ich, klar doch, hier ist der Grundgesetz Artikel 146, hier ist der Edding, streichen Sie noch raus. Hier, streichen Sie ihn raus. Wenn Sie sagen, es ist eine Verfassung, dann muss es ja keinen Verfassungsauftrag geben. Dann streichen Sie auch den Artikel weg. 1990 hatten Sie die Gelegenheit, haben Sie auch nicht gemacht. Komisch, ne? Also nicht ins Boxhorn jagen lassen auch von den Dingen. Und was ich Ihnen auch wichtig mit auf den Weg geben möchte, auch in der Auseinandersetzung, dann werden wir erfolgreich sein. Halten Sie sich exakt an die Gesetze. Und zwar an deren Gesetze. Und wir werden dann erfolgreich. Und da habe ich angefangen, auch meine Politik in der Hinsicht gegenüber den Behörden umzustellen, dass ich gesagt habe, Mensch, so bist du unsicher? Ach, fragst du die mal in allen Sachen. Dann stelle ich Fragen, dann antworten die mir. Fragen wir, existiert das Grundgesetz? Ja. Existieren die Paragraphen? Ja. Die haben auch drauf geschworen. Dann habe ich deren Antworten. Und dann ist es intelligenter, nicht irgendetwas zu behaupten, ich bin vom Deutschen Reich oder was weiß ich, wie, ob das existiert oder nicht, haben die auch geurteilt, ja. Aber es ist nicht handlungsfähig. Und dann wieder kommt wieder so ein Rechter. Nein, es ist intelligenter, aus meiner Sicht, Sie in Ihren eigenen Verwaltungsvorschriften vorzuführen. Von denen Sie mir vorher bestätigt haben, dass es sie gibt. Das ist dann doof. Dann können die mir nicht mehr mit der Zwangsjacke kommen. So ungefähr, ne? Das droht ja auch, schwebt ja im Raum. Die neuen Gesetze im Januar verabschiedet, Zwangstücherdrehung und so weiter, das ist jetzt nicht lustig, ne, was die machen. Und da muss man sich auch überlegen, wie geht man da vor. Dann haben wir uns auch bestätigen lassen, oder viele Aktivisten hier, Aufhebung von Gesetze, Bereinigung von Besatzungsrecht. Wer nur die Überschrift liest, denkt, toll, Besatzungsrecht ist bereinigt worden und wundert sich eventuell, warum das erst im Jahre 2007 geschah. Allein an diesem Gesetz dachten wir, sind doch schon 1990 frei geworden oder so eine Geschichte. Warum gibt es so eine Gesetze? Und dann wundert man sich eventuell die Aufhebung bundesrechtlicher Vorschriften über die Bereinigung von Besatzungsrecht. Nehmen wir nur diesen. Es werden aufgehoben das erste Gesetz zur Aufhebung. Eine gute Frage, was ist denn die Aufhebung der Aufhebung? Und dann gleich noch mehrere hintereinander. Ne, um es kurz zu machen, man kann die ganzen Geschichten abfragen, immer Fragen stellen. Gibt es das oder gibt es das nicht? Dann kommen so Briefe, die Aktivisten geschrieben haben, rein. Ja, beide Gesetze über Rechtsbereinigung sind somit vollwirksames Bundesrecht. Die Aussage reicht mir aus. Es ist vollwirksames Bundesrecht. Ich selbst habe nochmal gefragt, wie kommt denn das so an? Und schrieb unser oberstes Legislativorgan an und sie möchten mir doch mal bitte die Lesungs- und Abstimmungsprotokolle von dem Bereinigungsgesetz über Besatzungsrecht geben. Die kamen dann auch rein, die Lesungsprotokolle, aber nicht die Abstimmung. Es werden Gesetze verlesen und durchgewunken, fertig. Weil die gar nicht zur Abstimmung gebeten werden, weil die das da gar nicht zu entscheiden haben. Ist auch in souveränen Staaten so üblich. Dass man das macht, so viel zu... Und da muss ich nicht mehr darüber diskutieren, wenn mir irgendjemand erzählt, auch Professoren, dass die Bundesrepublik Deutschland ein souveräner Staat ist. Das weiß ich jetzt, weil ich das abgefragt habe, ob das so ist oder nicht. Fertig. Ne? So. Kann man noch andere anschreiben, Alliierte, und dann kommen so ganz komische Antworten, wo man wieder ein Stück verunsichert ist, was und wie läuft eigentlich diese Täuschung im Rechtsverkehr. Britische Botschaft schrieb mal, die damit verbundenen Alliierten Vorbehaltsrechte verloren erst 1990 mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Inkrafttreten des 2+4-Vertrages am 15. März 1991 auch völkerrechtlich ihre Wirkung, als Deutschland die volle Souveränität wiedererlangte. Na, wie geht denn das jetzt? Und noch schlimmer, heute ist kein Gesetz der Militärregierung in Kraft. Haben Sie jetzt ein Problem? Gerade eben haben wir Gesetz, Bereinigung, Besatzungsrecht und so weiter gelesen. Und das ist wahrscheinlich aus meiner Sicht das Spiel, dieses Verwirrspiel mit den Begriffen Deutschland und Bundesrepublik Deutschland. Meine Damen und Herren, ganz wichtig, die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Deutschland. Denn die Alliierten haben Deutschland definiert. Und zwar im Chefgesetz 52. Deutschland bedeutet das hier. Artikel 7, Begriffsbestimmung, Chefgesetz 52, Deutschland bedeutet das Deutsche Reich, wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat. Und wenn wir heute irgendwelche Dokumente schreiben und irgendwo gehen
auf irgendwelche Begriffsbestimmung. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum die ausgerechnet den Stichtag 31. Dezember, nicht 30. oder 1. Januar oder irgendetwas genommen haben, sondern den. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir heute juristisch vorgehen, verwende ich deren Vorlagen. Fertig. Weil wir uns knallhart an die Gesetzestexte halten, die vorgehen. Das sind unsere Besatzer. Die haben hier am 5. Juni 1945 die oberste Regierungsgewalt übernommen, nachdem sie vorher die Regierung Dönitz abgesetzt haben. Und da sind wieder die offenen und verdeckten Treuhandverhältnisse. Das heißt, die Alliierten sind nach wie vor die Treuegeber von Deutschland und die BRD ist eine von ihnen eingesetzte Treuhandverwaltung, die wie auch immer als NGO getarnt oder sonst etwas hier agiert, als Treuhänder für Deutschland oder für das Deutsche Reich. Aber den Begriff wollten sie eliminiert haben, das haben sie auch getan. Die haben es sogar in den Köpfen. Weil wenn Sie heute sagen, oh, Deutsches Reich, da ist ja bei den Deutschen eben sofort die Luft raus. Wenn Sie in Frankreich sagen, Frankreich, oh, ist ja jeder Franzose stolz auf sein Land. In Deutschland genau das Umgekehrte. Dass das passiert, auch mit den Begrifflichkeiten, hat man andere Definitionen gewählt. Also Deutschland bedeutet für die das Deutsche Reich. Und so ist es zu sehen, wenn Sie in Rechtsbriefen irgendetwas schreiben. Dann assoziieren die in unseren Köpfen, ach, die meinen die BRD und wir sind frei. Nee, das haben die nicht gesagt. Und Schäuble hat gesagt, Deutschland ist nicht souverän. Und komme ich gleich drauf auf Schäuble. Und könnten Sie zum Beispiel auf der Seite des Innenministeriums gucken, was ist denn eigentlich eine Staatsangehörigkeit, weil das die springender Punkt ist. Die Staatsangehörigkeit bezeichnet die Zuordnung eines Menschen zu einem bestimmten Staat mit allen Rechten und Pflichten. Finde ich okay. Und deswegen wird ein Staatsangehöriger als jemand bezeichnet, der einem bestimmten Staat angehört. Und das ist demzufolge immer ein Substantiv. Richtig? Nun gucken Sie in Ihre Ausweise. Und jetzt könnten Sie völlig unbeschadet folgende Frage an Ihr Einwohnermeldeamt schreiben. Einfach so. Nach Sichtung meiner Ausweisdokumente sind mir einige Ungereimtheiten und Unklarheiten aufgefallen, die mich zu folgenden einfachen Fragen an Sie veranlassen. Teilen Sie mir rechtsverbindlich mit, wie genau heißt der Staat als Substantiv bezeichnet, in dem Sie und ich leben. Erbringen Sie mir für diesen Staat Ihre amtliche Legitimation und kriege ich bei Ihnen noch was anderes außer Deutsch? Können Sie ja mal fragen. Mal sehen, was passiert. Und ganz wichtig übrigens, in der Auseinandersetzung mit den Behörden, schreiben Sie niemals Ihre eigene Rechtsverfassung ein, Ihre Meinung. Das ist doch völlig uninteressant. Sind Sie sofort im Konflikt? Ich denke und ich bin und ich meine. Nein. Wumm. Die festnageln auf Aussagen. Und dann können Sie mal gespannt sein, was da so alles kommt. Haben wir gemacht. Und übrigens, Herrn Schäuble hat ja Klaus Müller gemacht von der Aktion Kehrwoche. Der hat den Schäuble selbst angeschrieben. Seinerzeit war er noch Innenminister und der schreibt oder lässt antworten, generell wird die Staatsangehörigkeit in Reisepässen und Personalausweisen zutreffen mit dem einschlägig und grammatikalisch richtigen Adjektiv Deutsch beschrieben. Nachdem auf seiner Internetseite das steht, was ich eben vorgelesen habe, ne? Das ist aber okay so. Der Name des Staates, in dem Sie leben, wird im amtlichen Sprachgebrauch mit Bundesrepublik Deutschland Vollform, Deutschland Kurzform bezeichnet. Fällt Ihnen was auf? Der sagt nicht, der Staat ist oder heißt Bundesrepublik Deutschland, sondern er wird nur als solcher bezeichnet. Und wenn der von Deutschland redet und ist nicht souverän, weiß ja jeder, er sitzt heute da vorne an diesem Bankkongress als Minister dieser Bundesrepublik Deutschland. Und über dieses Verwirrspiel der Begrifflichkeiten werden wir permanent getäuscht. Und dann kommen wir zu mitunter auch selber irrigen Rechtsauffassungen, dann müsste das so sein. Und dann zerschellen wir an deren Gerichten. Und der Hauptfehler, meine Damen und Herren, ist, den die meisten Aktivisten betreiben, aus einer falsch verstandenen Rechtsposition, nämlich als Mensch, was man leider durch eigenen Antrag nicht ist, sondern Sklave. Als Sklave und Personal meinen mit staats- und völkerrechtlichen Argumenten gegenüber Firmengerichten von einem Firmenkonsortium in irgendeiner Weise durchzukommen. Falscher Vortrag vor den falschen Leuten, Sätzen 5 durchgefallen. Das ist das, was passiert. Wir meinen, Menschen zu sein, sind es biologisch. In derer Auffassung sind wir es juristisch leider nicht. Und deswegen ist die Befreiung, den Weg, den wir zu gehen haben, da wieder rauszukommen, dass wir die Schritte auch so unternehmen, dass die uns wieder auch juristisch als Menschen zu betrachten haben. Und der Punkt, den ich Ihnen zeigen möchte, ist der Blick in den Spiegel. Sie haben Ihre Versklavung selbst beantragt. Denn es gibt Menschenrechte auf dieser Welt,
Die Sklaverei ist verboten, aber die Freiwillige ist erlaubt. Und wie gesagt, der Weg in die Freiheit ist nicht plakatiert. Und wenn wir permanent dumm in deren Fettnäpfchen, die aufstellen, auch immer wieder reinlatschen, dann müssen wir dummerweise auch die Konsequenzen dafür tragen oder endlich lernen, wie wir aus der Sache rauskommen. Also vertrauen Sie nicht mehr diesen Typen, das habe ich gelernt, auch im Finanzsystem. Sozialismus und Kapitalismus sind zwei Seiten der gleichen Medaille, denn alle hatten meistens die gleichen Finanziers, so wie Sie hier stehen. Alles das Gleiche. In Europa begreift man das, was das bedeutet, auch die Umdeutung der Begriffe. Und so sind die meisten aktiven Gutmenschen im Kampf gegen Rechts unterwegs und laufen dabei selbst mit Nazi-Dokumenten in der Tasche durch die Gegend. Das ist die Perversion. Und die Geschichte, die die spielen, heißt: Und aus dem Kaufhaus rannte der Dieb und schrie am lautesten, haltet den Dieb. Mit der Nummer kommt man immer gut durch. Es ist auch interessant, sich schon deswegen mit dem Thema zu beschäftigen, weil auf der Seite des Innenministeriums von Bayern steht der Bundespersonalausweis oder der Reisepass und kein Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Okay. Und jetzt kann man weiter und jetzt kommen hier mal so ein paar Briefe. Staatsangehörigkeit und hier wie in diesem Rustag. Die BRD hat am Fortbestand einer für alle Deutschen geltenden gemeinsamen Staatsangehörigkeit im Sinne dieses Gesetzes stets festgehalten. Aus dem Grundgesetz des Fortbestandes des deutschen Staatsvolkes folgt, dass es eine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland, deren Erwerb sie anstreben, nicht gibt. Also wenn man Fragen stellt, und zwar überall, hier, Sie haben schon die deutsche, oder von der Begrifflichkeit her, gibt es keine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik und so weiter und so fort. Übrigens mal interessant, ein Staat ist definiert nach Jelinek und auf einer Konferenz in Montevideo. Welche Kriterien muss der erfüllen, dass irgendjemand sagt, du, das ist ein Staat, der muss haben ein Staatsvolk, ein Territorium, eine verfassungsgebende Gewalt und eine Verfassung. Ne? So, das muss vorhanden sein. Also die reklamiert schon mal für sich kein Staatsvolk, wenn man fragt. Stellen wir mal so, haben wir nicht. Haben wir hier nicht im Angebot. Ach so, das Interessante ist, die Frage war gar nicht gestellt. Das kommt doch dazu. Die Frage in den Briefen war, wie heißt der Laden, in dem ich lebe? Na gucken, was fragen Sie und was antworten die? Und eine Sache habe ich auch festgestellt, außer Sie haben es mal irgendwo mit einem absoluten Vollpfosten zu tun, Entschuldigung, wenn ich das so sage, in der Regel lügen die nicht. Aber sie sagen auch nicht die Wahrheit, das ist ein Unterschied. Die lassen weg oder antworten nicht oder antworten sie, antworten die Fragen A und die antworten B. So läuft dieses Spiel. Das können Sie so durchgehen, hier wieder Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht. Und deswegen ist halt die Frage, was ist denn das, diese deutsche Staatsangehörigkeit, die uns auch im Grundgesetz bescheinigt wurde, ob es so gilt oder nicht. Für die gilt es, die haben darauf geschworen. Und so behandeln die uns auch und so stehen wir bei denen auch in den Registern. Das ist ja das, was ich gestern sagte, was ich festgestellt habe. Der Knackpunkt, ob in Timbuktu, USA oder hier, ist die Registrierung im System. Als was sind wir registriert bei denen? Ob was sie da erklären oder nicht, spielt gar keine Rolle. Hat die mir auch gesagt, was sie hier abgegeben haben, ist mir völlig egal. Für mich sind sie deutsch. Und das ist das Wichtigste, aus dieser Nummer rauszukommen. Dann sind wir hier im freiesten Land der Welt, mal so ganz nebenbei. Die besitzen bereits die deutsche Staatsangehörigkeit. So geht das immer weiter. Oder hier ein Brief, das war ganz lustig. Na, da antwortet jemand, der hat im Briefkopf stehen, Staatsangehörigkeit@. Da geht man doch davon aus, wenn sich jemand selber die E-Mail gibt, Staatsangehörigkeit@, der sollte doch damit was zu tun haben. Und der antwortet hinsichtlich der von Ihnen aufgeworfenen allgemeinen Frage nach der Existenz der Bundesrepublik Deutschland besteht hier keine Zuständigkeit. Ich stelle anheim, hier eigene Recherchen anzustellen und ein privates Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. So Sachen kommen denn. Dann wissen Sie, wo wir sind. Und über diese Staatsangehörigkeit, ich gehe jetzt hier mal ganz schnell durch, ist einer der größten Betrügereien aufgebaut worden. Früher gab es vor dem Deutschen Reich nur eine Bundesangehörigkeit. Dann gab es die koloniale Ausdehnung des Deutschen Reiches. Da wurden übrigens die ersten Staatenlosen geschaffen, als die Kolonisten rausgingen in die Welt. Und auch sozusagen das Reich vergrößerten, auf jeden Fall den Einfluss des Reiches. Und da müsste man irgendwie reagieren. Ich möchte diese ganze Schutzgebietsgesetzgebung, wir haben auch alles dokumentiert auf unseren Seiten. Und immer rein in die Bibliotheken, eine super Arbeit auch von Norbert Gogolin. Und immer rein und dann Dokumentennachweis, immer die Originale. Scannen, scannen, scannen und sichern und sichern und sichern und sichern, was man in Bibliotheken findet. Denn unser Problem ist, wenn Sie jetzt gehen, Gesetze im Internet, das ist das Gefährliche, dann finden Sie gerade den aktuellen Stand. Wichtig ist aber die Metamorphose von Gesetzestexten und an der Metamorphose von Gesetzestexten erkennen Sie eigentlich erst die Schweinerei, die gemacht wurde. Nicht, wenn Sie gucken, wie ist denn jetzt der Ist-Stand.
Und der Schlüssel ist diese Staatsangehörigkeit. Deutscher ist, statt früher drin, wenn die Staatsangehörigkeit in einem der Bundesstaaten oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit. Aha. Oder es gab irgendwie eine Doppelte auf einmal. Nämlich die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat, und das war Inland. Ich kann das jetzt nicht so genau machen. Sie können das alles genau nachvollziehen und sowas. Und wir haben eine dreifache Beweissicherung. Wir haben die Gesetzestexte, wir haben die Ausweisdokumente und wir haben die Anfragen bei den Behörden. Das macht mich jetzt so sicher, dass es genau so ist. Punkt. So, und das haben wir alles gesichert. Und dann, und diese unmittelbare Reichsangehörigkeit, und das ist dieses Verwirrspiel, was getrieben werden konnte, ist den meisten Deutschen auch seinerzeit nicht geläufig gewesen. Diese Grundlagen sind für den Rechtsunkundigen nicht leicht zu erfassen, stand schon allein in der Kommentierung des Gesetzes. Sie weichen erheblich von den im Volke herrschenden Vorstellungen nicht unerheblich ab. Und der Punkt war nämlich der, es gab die mittelbare Angehörigkeit, die hatten wir, wenn ich Angehöriger in einem Bundesstaat war, also Sachsen, Bayern, Preußen und so weiter, das ist unsere eigentliche Heimat und die wurde uns genommen. Und das Reich war eigentlich die Entität ohne Territorium. Schutzfunktion, genauso wie in den USA. Bis zum Bürgerkrieg 1861 in den USA hatte jeder US-Bürger, wenn er gereist ist, wenn er einen Pass hatte, was stand da drin? Nicht Citizen of the United States, sondern Texas, Kalifornien, New York. Die ganzen Staaten, wie bei uns. Und jetzt sind sie auch Angehörige eines Firmenkonsortiums. United States of America ist die Corporation in Washington D.C., Das ist genau das gleiche Spiel. Und der Krieg der Hochfinanz geht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich ihr Recht geholt haben aus dem preußischen Landrecht. Weil auch viele Auswanderer hier aus Deutschland hingekommen sind und die positiven Rechtstraditionen mitgenommen haben. Und in Deutschland ist es dann so gelaufen mit dem Reich, geniale Erfindung von Bismarck. Die unmittelbare Reichsangehörigkeit ist ein Produkt der auswärtigen und kolonialen Ausdehnung des Deutschen Reiches. Und jetzt ist das Interessante auch von 28, sie ist trotz des Verlustes des deutschen Kolonialreiches nicht von selbst untergegangen. Wir haben es hier mit einer Kolonieangehörigkeit zu tun. So, und diese Kolonieangehörigkeit, das sind übrigens unsere Heimatländer, also das ist das ehemalige Reich. Das sind die Heimatländer auch nach Weimarer Reichsverfassung. Da wurden die schon mal mit dem Schanvertrag, sage ich mal, von Versailles und der Weimarer Verfassung schon mal degradiert von Bundesstaaten in Länder. Aber ich möchte es nicht weiter ausführen. Das sozusagen ist unsere Heimat, heute über noch gültig, weil diese Weimarer Verfassung wird ja eigentlich nur vom 2+4-Vertrag und vom Grundgesetz überlagert. Und hier sind so Dokumente, die Sie sehen, früher hier Staatsangehörigkeit Baden. Oder Sie sehen hier eben nicht Staatsangehörigkeit Deutsches Reich, sondern... Und zwar Ausweise aus den 20er Jahren. Staatsangehörigkeit Preußen. Oder so muss ich machen. Staatsangehörigkeit hier, Deutsches Reich, Staatsangehörigkeit Preußen. So sahen die Deckel aus, hier Sachsen. Oder die Staatsangehörigkeitsurkunden, die wir durchgehen können. Braunschweig, ach übrigens die, mal aus Spaß so, die von Adolf Hitler, ne? War ja Österreicher. Haben sie schnell zum Braunschweiger gemacht, sonst hätte er nicht Reichskanzler werden können. Dann so der Reichstagsbrand, ohne das alles politisch oder in irgendeiner Weise zu kommentieren, die Geschichte, weil das wäre ein Vortrag an sich, zog die Ermächtigungsgesetze hinter sich und dann holen die, nachdem die schon in den 30er Jahren die sprachliche Einführung hatten, deutsche Staatsangehörigkeit, so machen die das immer. Sie sprechen erst davon und interessant haben die Nazis als erstes Leuten die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt, obwohl sie noch gar nicht gehabt. 1933, dann hatten die Leute, ach, wir haben hier die deutsche Staatsangehörigkeit und wir sind alle deutsch, was in keinem Pass drin stand. Und zum Schlag haben sie jetzt ausgeholt, das sind die eigentlichen Globalisten. Die ersten, die waren mal Napoleon, dann kam Hitler. Und der war wahrscheinlich für andere tätig und sowas. Und da sieht man dann immer, was die gemacht haben, nicht was die gesagt haben. Immer, wie tun sie denn? Kommt an die Macht, das Erste, was der getan hat, Konkordat mit dem Vatikan. Da sollte man mal hinterschauen. Und was das bedeutet. Und dann eben die Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, wo drin steht, es gibt nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit, in Klammern Reichsangehörigkeit. Und im neuen Staatsrecht begründen Sie und alle Anleihen des Lissabon-Vertrages haben die aus der Umsetzung dieses neuen Staatsrechts von Adolf Hitler. Was die hier machen in der EU, die sind schon ziemlich weit in ihrem vierten Reich, meine Damen und Herren, und weiter als Sie denken. Ohne das jetzt weiter zu kommentieren, weil wir uns jetzt damit auseinandersetzen, möchte ich auch keine Angst machen. An die Stelle der bisherigen doppelten Staatsangehörigkeit, Reichs- und Landesangehörigkeit, ist eine einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit, Reichsangehörigkeit getreten. Und die Verwirrung um diese Begriffe, im Prinzip haben die Folgendes gemacht. Die haben
die Bundesstaaten, die Staatsangehörigkeiten der Länder, die echte Heimatzugehörigkeit der Menschen abgeschafft und haben diese sogenannte deutsche Staatsangehörigkeit auf die Reichsangehörigkeit geschaltet. Und die war eine Kolonie- und Auslandsangehörigkeit. Und so hat man uns alle in unserer Heimat zu Ausländern gemacht. Hier sind die entsprechenden Gesetze dazu, die Verordnung und die Änderung der Gesetzestexte. Auch Rechtsbereinigung in Gesetzestexten ist Nazi-Gleichschaltung. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Mit den entsprechenden Konsequenzen. Und das finden Sie dann hier, dass der Beweis, Staatsangehörigkeitsausweis, Ausländerbehörde, Gesetz zur Änderung der Reichs- und Staatsangehörigkeit, über die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit entscheiden die Einwanderungsbehörden als nach pflichtgemäßem Ermessen. Also ob ich Deutscher bin, entscheidet die Auslandsbehörde. Cool, macht sich keiner Gedanken. Dieses Gesetz, Nazi-Gesetz, ist natürlich heute noch aktiv. Und wenn Sie sich Ihre Urkunde, gestern war auch jemand da, der hat mir die auch gezeigt, wenn Sie sich die Urkunde holen über Ihre deutsche Staatsangehörigkeit, sitzen Sie auf der gleichen Behörde, Ausländer. Da kriegen Sie schriftlich nochmal, dass Sie ja nichts mit dem Land zu tun haben. Toll, ne? Und so werden Sie auch juristisch behandelt. Und dahinter steckt der Hintergrund, wenn ich sage, Deutschland ist ein Paradies. Außer für Staatsangehörigkeit Deutsch. Okay? Das sind so die juristischen Tricks, die man dann nicht merkt. Ja, diese müssen wir uns wieder zurückholen. Wird nur nicht vergeben, es gibt keinen, der die gerade vergibt, das ist ja der Punkt. Und da müssen wir was machen. Ich sage Ihnen die Ideen, wie wir es tun können, die ich habe. Sie sehen das in den Urkunden, alles gleich. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Hier die erste Glaubhaftmachung Deutsch, 1934, handschriftlich noch eingetragen. Dann in den Pässen und so weiter. Ich gehe das nur mal hier so durch, ist auch gar nicht so deutlich zu sehen. An den Wehrpässen, wir haben eine ganze Menge Unterlagen gesammelt. Da kann man auch mal über die Flohmärkte gehen und sich mal Ausweise angucken. Da wird einem Licht ans Fahrrad gemacht, sage ich mal so. Wenn man sich einfach mal so Ausweisdokumente anguckt, auch in der DDR, nicht anders. Personalausweis und sowas. Ich möchte auf die Dinge nicht eingehen, auch letztlich so auf diese japanischen Symbole in diesen ganzen Dingen drin. Einfach mal so durchblättern, sondern auch so mehr auf die Lösung kommen. Dann hier Name, groß geschrieben, auch was das bedeutet und so weiter, dass Sie damit im Prinzip den Stand Ihrer Versklavung einreichen. Interessant, Österreich, später die Frage machen wir dann noch in den Runden, als die rein sind und sowas, nach Österreich 1938, da wurden die Österreicher von ihrer, das Erste, was die gemacht haben, ist die Einführung der Staatsangehörigkeit Deutsch in Österreich. Nach dem Krieg wurden die Österreicher von der Staatsangehörigkeit Deutsch befreit und hatten ihre Staatsangehörigkeit Österreich wieder. Erstens Personenausweise und Staatsangehörigkeit. Heute sehen die mittlerweile so aus, schon mal zum Personal gewonnen und der Staat explizit nicht mehr erwähnt. Das ganze Ding setzt sich in der EU durch. Das, was die hier geübt haben, machen die jetzt in der EU. Jetzt haben wir hier schon mal einen Personalausweis in Belgien, da steht National Staatsangehörigkeit Belgierin, nicht mehr Königreich Belgien. Ich wollte auch eine Petition schreiben an der EU über diese ganze Staatsangehörigkeitsfrage. Und dann kann man so Online-Petitionen machen. Ich gehe da rein und sehe, welche Staatsangehörigkeit haben sie. Da war die Vorgabe für alle Länder der Europäischen Union nur noch die Adjektivbeschreibung. Das ist die sprachliche Einführung. Dann machen die Folgendes. Die haben Gesetze gemacht, dass man nur als Staat in die Union kommt. Die Union ist ein Privatvertrag noch in Lissabon, die Unionsbürgerschaft. Das ist wie Bundesstaaten und unmittelbare Reichsangehörigkeit. Das sind jetzt die einzelnen Länder der EU. Und dann ist die Unionsangehörigkeit gleichzusetzen mit der unmittelbaren Reichsangehörigkeit. Dann werden die Geschichten aufweichen in den Ländern und dann bleibt nur noch die Unionsangehörigkeit übrig. Und das ist die NWO. Und das ist das gleiche Spiel. Die machen auch immer das Gleiche. Ich meine, wenn ich die werde, würde ich es auch machen. Never change a running system. Hat schon immer funktioniert. Warum sollen die das ändern? Es ist aber unsere Aufgabe, das zu erkennen, was die machen und wie sie es machen und wie man dem letzten Endes begegnet. Und das möchte ich jetzt nicht machen. Das Bundespräsidialamt kann man anschreiben. Die schreiben dann auch. Ein Blick in die Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit vom 5. Februar 1934, die in Paragraph 1 bestimmte, dass die Staatsangehörigkeit in den Ländern fortfällt und dass es nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt. Also auch im Deutschen Reich wurde von deutscher Staatsangehörigkeit gesprochen. Hier irrt der Bundespräsident. Nur im Dritten Reich wurde von der deutschen Staatsangehörigkeit gesprochen. Früher gab es nur die deutschen Völker und die deutschen Länder. Das war's. Und wir, meine Damen und Herren, wie Sie hier sitzen, sind Sachsen, Bayern, Preußen, Hessen, Badener, wo Sie jetzt gerade so herkommen, weiß ich nicht. Das ist Ihre Heimat. Und auf die sollten wir wieder zurückkommen. Wenn wir das schaffen, haben wir eine Chance. Back to the roots. Heißt es so schön. Das steht dann auch überall in den Gesetzen, können Sie nachlesen im Heft. Und jetzt kommt der Punkt oder der Ansatzpunkt. Das, was wir haben, und Sie können, wenn Sie in die Gesetze reingehen,
Sie können durchscrollen und sowas. Was hier alles an Nazi-Gesetzen in Anwendung ist und sowas, da fallen Sie tot um. Übrigens, Einkommensteuergesetz ist von 1934. Jetzt steht doch da, nachdem die uns haben sie ja bestätigt, dass die Bereinigungsgesetze für Besatzungsrecht voll geltendes Bundesrecht sind. Also gelten die Chefgesetze hier für das Gebiet, in dem wir leben. Und da steht doch im Chefgesetz Nummer 1 so was ganz Blödes. Die Auslegung oder Anwendung des deutschen Rechtes nach nationalsozialistischen Grundsätzen, gleichgültig wann und wo dieselben kundgemacht wurden, ist verboten. Oh cool. Einkommensteuer? Hey, das darf ich gar nicht. Verstehen? Metamorphose des Rustag. Deutscher ist, wenn die Staatsangehörigkeit im Bundesstaat, also wie das gemacht wurde, bis wir da landen. Und wenn Sie das dann von der Sprache her aufrollen, was steht denn hier zum Schluss? Im Juristendeutsch wirklich. Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Juristendeutsch übersetzt, was steht hier? Deutscher ist, wer staatenlos ist. Denn die haben die deutsche Staatsangehörigkeit, die haben die unmittelbare Reichsangehörigkeit jetzt auch noch rausgenommen, auch im Titel des Gesetzes selber, und haben die deutsche Staatsangehörigkeit an eine Stelle ins Gesetz gesetzt, die begrifflich in der Entwicklung der Wörter mit nichts mehr hinterlegt ist. Und wenn das mit nichts mehr hinterlegt ist, sind die staatenlos. Und das ist auch der eigentliche Grund, ob die BRD ein Staat ist, ein Kolonialstaat, eine NGO oder was ich, ist völlig egal. Die Typen, die in der Verwaltung sitzen, haben auch alle diesen Perso, und der Perso bescheinigt ihnen die Staatenlosigkeit, und das ist der eigentliche Grund, warum die keine Legitimation haben. Staatenlose selbst können für Staaten, welche auch immer das sind, keine Legitimation haben. Punkt. Ganz einfach. Es muss zum Schluss immer einfach sein. Und es ist auch einfach. So, da habe ich die angeschrieben und auch so gefragt. Das sind so die Briefe, die Sie dann fortsetzen können. Habe ich so gefragt, ich habe mich mal damit beschäftigt, schreibt also mein Einwohnermeldeamt an, und da war die Frage, besitze ich immer noch die Nazi-Staatsangehörigkeit Deutsch? Oder wurde diese weiter ausgehöhlt, sodass ich seit dem 8.12.2010 staatenlos bin? Antwort: Als Leiterin des Amtes für Bürgerdienste, zugleich Pass- und Ausweisstelle des Bezirks Treptow-Köpenick, da wohne ich in Berlin, teile ich Ihnen mit, dass ich die Bearbeitung Ihrer Anliegen ablehne. Ich empfehle mal wieder, einen Gutachten in Auftrag zu geben. Das sind so, und jetzt, ich glaube, so kommt man vom Glauben ins Wissen. Wissen Sie? Das sind so die Methoden. Ich sage, habe ich das jetzt richtig interpretiert? Frag ich mal an. Die lehnt das ab, zu antworten. Also ich würde jetzt sagen, Volltreffer. Versenkt. Wir haben auch im Team Petitionen formuliert, und die waren sehr freundlich gemacht und sowas. Und die waren rein Beschwerde aus Sorge der Unkenntnis mit Antrag auf Förderung zur Aufklärung der Fehlinterpretation. An Bundestag. Ich habe alles hier. Landesparlament, Bundestag, das haben wir mittlerweile überall durch. Alle Parteien. Alle. Alle tauchen ab. Alle. Vollständig. Schweigen im Walde. Licht aus, Spot an, da seid ihr, und wir wissen, was ihr tut. Das ist das Zentralthema. Und was die jetzt machen, meine Damen und Herren, da wird für alle in der Bevölkerung das jeweilige Abstellgleis. Das Abstellgleis für diejenigen, die liberal sind, das Abstellgleis für die Braunen, das Abstellgleis für die Linken, das Abstellgleis für CDU. Partei ist immer nur ein Part vom Ganzen. Und jedes Klientel wird auf einem bestimmten Abstellgleis bedient, und dann werden die Leute auf den Abstellgleisen noch untereinander aufeinander gehetzt, und die hinten die Fäden ziehen, die lachen sich tot über uns. Das ist das, was wir hier überwinden sollten, meine Damen und Herren. Das ist der Punkt. Was antworten die? Das war dieser eine Brief, den haben die auf diese Petition, die war 15 Seiten stark, ganz trocken, nüchtern, sachlich behandelt, aber auch nicht anklagend, sondern unterstützend mit Lösungsvorschlägen, wie man da umgehen könnte. Oder sagt dem Motto, was tun Sie, wenn Sie das jetzt wissen, um diesen Zustand irgendwie für die Entwicklung des deutschen Volkes oder der deutschen Völker abzustellen? Da kommt als Anlage der wichtigste Satz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Paragraf 1 regelt, Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit, das habe ich auch festgestellt in dem Brief schon, der Eintrag der Staatsangehörigkeit wird hier durch ein Adjektiv bestimmt, Deutsch. Ein Staatsbürger kann nicht die Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland sein. Über den Satz rätsel ich heute immer noch. Was wollen die mir damit sagen? Und dann kommt noch, als weitere Anlage füge ich eine Kopie der Verfahrensgrundsätze des Petitionsausschusses bei. Es handelt sich also bei mir um eine mangelhafte Petition, sofern sie gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt.
Ich weise denen nach, dass all das, was sie tun, die Anwendung von Nazi-Gesetzen und, gegen ihre AGBs verstößt. Nicht meine, ihre AGBs und alles, was sie machen in allen Gesetzen. Und sie sagen zu mir, das ist verfassungsgemäß, und das kommt vom Bundestag, das ist nicht nur menschlich, sondern auch juristisch und aus der Schublade. Da bin ich durch mit denen. Und übrigens, das ist meine Erkenntnis aus der Sache. Lassen Sie es bleiben. Wir werden nichts erreichen. Nichts. Wenn wir uns nicht wirklich von unten organisieren. Da oben in den Illuminaten und Freimaurer und weiß ich was für Zirkel, ich habe keine Ahnung, werden wir nichts erreichen. Die machen mit uns, was sie wollen, weil wir keine Ahnung haben und es zulassen. Das ist der Punkt. Und hier sollten wir uns organisieren. Und ich behaupte, das sind so die Interaktionen, die wir haben. Und da kommen gleich meine Lösungsvorschläge. 20 Minuten habe ich noch. Die Lösungsvorschläge, dass wir uns genau darauf beziehen sollen. Es ist immer umgekehrt, meine Damen und Herren. Die Menschen denken, sie können noch was bewirken und rennen maximal noch zur Bundestagswahl. Weil die ist ja wichtig. Wird ja uns ja auch an das ZDF und ARD. Das ist Showprogramm. Wie Bundesverfassungsgericht, meine Damen und Herren, das ist Barbara Salisch in roten Roben. Fertig. Lassen Sie das bleiben. Ich würde nicht vor denen klagen. Was soll der Unsinn? Ich will, dass die Leute wegkommen. Aber nicht vor denen noch klagen. Vor Firmengerichten mit Staatsargumenten, mit staatsrechtlichen Argumenten, völlig umsonst. Das sollten wir uns schenken. Und jetzt denken die Leute, oh, da können wir noch was bewirken, wenn wir zur Bundestagswahl gehen oder zur Landestagswahl. Die können sie sich schenken. Aber wissen Sie, wo alle hingehen sollten? Zum Bürgermeister? Weil nur da können sie auch was bewirken. Und in den Kommunen, meine Damen und Herren, liegt die Reststaatlichkeit des Deutschen Reiches. Und nur von da können wir es wieder aufbauen. Und von da können wir auch die Leute gewinnen. Denn überlegen Sie sich doch mal, ich treffe jetzt gerade, wenn ich das auch als Energie rausgebe und habe schon ein paar verschiedene Telefonate geführt und bin entsetzt positiv über die Resonanz. Da arbeiten noch überall Menschen, die wirklich noch das Gute für ihre Gemeinde im Schilde führen. Der Bürgermeister will wirklich was für seine Kommune erreichen. Aber der ist gewählt. Der hat übrigens eine Staatlichkeit, das sehen Sie daran, dass wenn Sie mal Ihren Pass verloren haben und beantragen einen und sagen, Sie haben gar keine Zeit, Sie wollen morgen reisen, dann kriegen Sie bis morgen Reisepass. Und wie ist der? Grün. Nicht der rote mit Europäische Union, den müssen Sie bei der Firma BRD umbestellen, haben Sie diesen Firmenpass. Die in der Kommune haben die Möglichkeit, Reisepässe auszustellen und die sind grün, ist doch interessant, oder? Was bedeutet das? Ratter, ratter, ratter. Was kann man da machen? Wenn die mir und ich alles richtig mache, was ich Ihnen gleich zeigen werde, mir nicht meine Entlassung geben, weil die mich am ausgestreckten Arm verhungern lassen, obwohl sie mir in dem Brief schreiben, ich habe genau geschrieben, wie ich aus der deutschen Staatsangehörigkeit rauskomme oder rauskommen kann, genau nach Staatsangehörigkeitsgesetz, weil ich ja eine habe, nämlich Preußen. Da schreiben die mir zurück, Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Dann habe ich gesagt, toll, dass Sie die Gesetze genauso sehen wie ich. Dann hätte ich mal bis dahin das Papier. Ich weiß ja, wie die aussehen. Im Internet sind die ja alle hinterlegt als Muster. Dass es Entlassungsurkunden aus Deutsch gibt. Und dann verstreicht das Datum und Sie rufen an und Sie sagen, mit Ihnen telefoniere ich nicht mal mehr. Aber wenn Sie es tun würden, würde keiner, der das tut, gegen bundesdeutsche Verwaltungsvorschriften verstoßen. Jetzt müssten wir nur jemanden finden, der es tut. Noch besser uns selbst an die Position setzen. Oder dahin kommen. Über Wahlen. In den Gemeinden. Okay, ich gebe das mal nur so als Idee rein. Denn nur Deutsch haftet für ESM. Was habe ich als Preuße mit dem ESM zu tun? Frage ich Sie. Und mit all den negativen Folgen, die da dranhängen, mit meiner echten Staatsangehörigkeit, dafür haftet das Personal der Marke Deutsch. Und wer das noch sein möchte und wer zur Bundestagswahl hingeht und denen dafür auch noch nicht die Legitimation oder das Mandat gibt. Ich gebe denen das Mandat, mich auszuziehen. Das ist eine ganz blöde Idee und Konzeption. So.
Das sind die Möglichkeiten. Und hier können wir einhaken, nämlich sie an ihren eigenen Verwaltungsvorschriften festzumachen. Grundgesetz. Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist vorbehaltlich anderwärtiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 139. Das ist der Widerspruch. Die zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. Aha! Da gibt's doch was, das ist höher. Das berührt das gar nicht. Das sind nämlich die alliierten Bestimmungen, die auch die Entnazifizierung tun und durchsetzen können. Das heißt, wenn die mich zum Nazi gemacht haben, in Anführungsstrichen mit Deutsch, weil die vergleichen, die haben mal in ARD gesagt, zu dem Urteil letztes Jahr, bei dem Prozess mit den italienischen, in Italien war es, ging es um angebliche Kriegsverbrechen der Wehrmacht, dass die dafür nicht haften, weil die gibt es eine riesenlange Begründung und in den Nachrichten haben sie gesagt, die BRD ist Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, nicht des Deutschen, sondern des Dritten Reiches. Meine ich auch, ist ganz ein bisschen unkorrekt, weil eine Gründungsurkunde für eine Bundesrepublik können die ja nicht nachweisen für einen Staat. Deswegen sind die nicht Rechtsnachfolger. Nein, sie setzen das Dritte Reich fort. Und fast alle Gesetze sind hier aktiv. Das ist das, was ist. Und wir sind auf der Straße im Kampf gegen die Nazis. Cool. Da bin ich in die Behörde gegangen, habe gesagt, ich war immer an der falschen Stelle, jetzt komme ich mal. Oh, und dann wundern die sich, weil sie können jetzt mit dieser Konditionierung, der überall in uns, vor allen Dingen in den Behörden vorhanden ist, auf einmal prima arbeiten. Wissen Sie, was da passiert in den Behörden, was sie damit auslösen? Richtergesetz. Deutscher, ein Richter kann man übrigens nur sein, wer im Sinne dieses Grundgesetzes eine deutsche Staatsangehörigkeit hat. Denken Sie mal weiter, was sich daraus ergibt. Eine Hürde war noch, die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Ja, das haben die mit uns aber gemacht. Aber wenn ich selbst dem Gesetz entsprechen will, dann sollte ich die Dinge so formulieren, dass ich auf meine angestammte durch Indigenat, also Heimatpass, erworbene Staatsangehörigkeit auch habe und die wird mir übrigens auch durch Grundgesetz bestätigt und dass ich eine Heimatzugehörigkeit habe und dann kann ich ja Deutsch zurückgeben und immer auf der Grundlage des Gesetzes. So, wie beerdigen wir den ganzen Spaß hier? Vom Heimat in die Kolonie, das ist so die Entwicklung, würde ja zu lange dauern, auch Goldrand und Fahne und wie überall die Kennzeichen zu sehen sind, dass man es wirklich mit Firmenkonstrukten zu tun hat. Das wird uns immer in den Symbolen gezeigt, man muss sie nur deuten wissen, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern nur die Ideen reingeben. Übrigens folgende europäische Staaten achten auf ihre Souveränität und haben keine Unions- und Kolonieangehörigkeit. Hier sehen Sie die Länder, Andorra, Albanien, Färöerinseln, Grönland, Island, Norwegen, Schweiz, San Marino. Und so weiter und so fort. Die sind nicht in der Europäischen Union. Es gibt auch eine Staatsangehörigkeit im Vereinigten Königreich von Großbritannien ohne Unionsangehörigkeit. Das ist interessant, oder? Da kriegen Sie auch andere Pässe, wo nicht drauf steht Europäische Union. Und zwar Isle of Man, Guernsey, Jersey. Ach, wo verwaltet die Queen ihr Vermögen? Ach, und dann gibt es dann noch den Vatikan. Ein Schelm, der da Böses vermutet. Ach, und dann gibt es noch, vergessen, die City of London. Das ist natürlich auch so. Ne? Die sind nicht in der Europäischen Union. Interessant, oder? Hatte ich gestern schon. Was tun die Mächtigen? Proklamieren, postulieren, verordnen, erlassen, gebieten. Was tun wir? Beantragen, befolgen, reklamieren, demonstrieren, protestieren. Hat er schon mal was gebracht? Deswegen ist die Urkunde, die ich Ihnen gleich vorstelle. Ob man da groß was erreicht, ist es nicht. Aber es ist ein Prozess, den wir durchlaufen. Und der Prozess für uns fängt erstmal an mit dem aufrechten Gang. Das Einzige, was Sie brauchen, ist Rückgrat. Rechtskenntnis brauchen Sie nicht viel. Außer die Paragraphen, die hier dran stehen. Die kann man sich ja mal schnell durchgehen. Wir haben Leitfäden, wie man umgeht, wie man argumentiert und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, wenn ich das mache, oder wenn ich vielleicht sowas proklamiere, machen wir auch das, weil wir Sie keinem Risiko aussetzen möchten mit irgendwelchen Ausweisen, irgendwelchen Behauptungen, die bei denen nicht vorkommen. Sondern wir gehen eindeutig nur nach deren Rechtsvorschriften und Gesetz, worauf die geschworen haben, wo die uns vorher bestätigt haben, dass das gültig ist. Dann hat man auch eine Chance und dann kann man keine Menschen gefährden. Vor allen Dingen, wenn Sie sagen, ich nehme ein Recht und Anspruch und setze Urkunden, also 146 um. Also nehme eine Verfassung an, dann nehme ich auch die, die da ist, die nächste,
die von denen auch anerkannt sein muss. Warum? Die ist ja von Besatzern sogar gemacht. Die ist eine ganz üble Sache. Die Weimarer Verfassung, das weiß ich, da kriegen wir die meisten Angriffe. Aber ich halte mich einfach nur an gesetztes Recht und wir sollten diesen Stapel, der vor uns liegt, auch aufräumen im eigenen Stall. Und da fangen wir von oben an, abdecken, abdecken, bis wir das haben, was wir haben wollen. Und das können wir dann weiterentwickeln. Denn wenn wir Souveränität sind und viele diskutieren mit mir, ja, die Weimarer Verfassung, ein übles Besatzungskonstrukt und die Anerkennung von Versailles, dann sage ich, ja toll, die letzte Rate wurde vor 2 Jahren bezahlt. Ansprüche daraus sind sowieso erledigt, diese ganze Geschichte. Aber ich will ja mal mit unseren Besatzern eventuell ins Gespräch kommen und sowas. Und dann ist ja nicht interessant, was ich denke und was ich für Rechtsauffassung habe, sondern wie die die Dinge sehen. Das sind ja nach wie vor unsere Besatzer. Und die haben dann Wörtchen mitzuspielen. Und wenn die mir sagen würden, ja, da musst du nicht die Weimar, da kannst du gleich die von 1800. Ja, dann kriege ich aber die Vorlage von denen. Die haben sich aber bis jetzt noch nicht geäußert. Also nehme ich das, was von denen gesetztes Recht ist und nicht das, was ich denke oder meine für richtig zu halten. Weil das ist die größte Chance, in irgendeiner Weise durchzukommen. Das ist der Punkt. Ne? Immer, was haben die geschrieben? Und wie sehen und interpretieren die die Sachen? Und dann müssen wir da die Lücken finden. Das ist so unsere Vorgehensweise. Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Ja. Friedrich Schiller sollte auch mehr gelesen werden. Und die Lösung gibt uns dann auch dieses Grundgesetz selbst vor. Denn verliert seine Gültigkeit an dem Tage, da steht auch nichts von einer neuen Verfassung. Und da kann ich auch sagen, ich kann jetzt eine Verfassung schreiben, ja toll, bin ich legitimiert? Hat mir irgendjemand zugestimmt? Die meisten Leute hier, die haben ja nicht mal das Grundgesetz gelesen. Und jetzt komme ich da mit irgendwelchen neuen Verfassungen und. Man muss ja auch mal realistisch die Dinge sehen. Also nehme ich die da ist, die nur überdeckt wird, auf die sich das Grundgesetz sogar selbst bezieht im 140er. Da werden ja ein paar Paragraphen aus der Weimarer Verfassung extra aktiviert in dem Ding. Also ist die gültig und mit der haben wir einen Krieg verloren. Und da setzen wir letzten Endes weiter an. Und deswegen nehmen wir nur die Dinge, die mir juristisch nicht auseinandernehmen können. Und der Punkt ist, diese Urkunde, die es dazu gibt, die jeder verwenden kann, ist nur eine A4-Seite. Und meine Damen und Herren, ich habe schon so ziemlich alles gemacht. Personenstandserklärung, Selbstverwaltung hast du nicht gesehen. Und prüfe die Interaktion. Mit nichts war man in einer Behörde nervöser als bei dieser Urkunde. Bei diesem, immer wenn es einfach wird. Wenn man das Ding auf den echten Knackpunkt fokussiert, wenn man am Stamm ist. Nämlich die Staatsangehörigkeit, weil darüber wird es gedreht, die NWO. Und dann mache ich das, was in deren Gesetzesvorgaben drinsteht. Und dann nehme ich auch, dass für die Ansprüche geklärt sind, 31.12.37. Ob ich das gut finde und warum nicht, das steht in den Gesetzen. Das ist Chefgesetz. Ich nehme die Vorgaben von denen. Und denkt mir nicht irgendwas aus, was Wolkenkuckucksheim ist. Wenn die sagen, nee, das machen wir anders, ja, dann müssen die aber erstmal kommen. Aber momentan tauchen erst einmal alle ab. Und das für jeden Ungefährliche, wenn man das macht, ist, ich gehe hin und setze eine Forderung von denen um, nämlich die Umsetzung des Grundgesetzes. Toll. Das ist doch positiv. Und dann sage ich, bestätigen Sie mir mal hier bitte, dass ich von Ihnen diesen Ausweis gekriegt habe. Ja, was wollen Sie denn damit? Ja, damit gehe ich zu den Russen und zeige mich selbst als Nazi an. Also Sie haben hier noch das Ding, Staatsangehörigkeit Deutsch, ich habe gestern wieder im Fernsehen geguckt, der Führer und die Frauen, der Führer und die SS, oh. Und jetzt stelle ich selbst fest, mein Gott, ich habe ja einen Ausweis von denen. Da will ich jetzt nichts mit zu tun haben. Und Frau Merkel hat gesagt, der Kampf gegen Nazis ist hier Staatsräson. Und ich sehe hier die Plakate, Kampf gegen Rechts, Zivilcourage. Da habe ich all meinen Mut zusammengenommen und jetzt stehe ich hier vor Ihnen und jetzt zeige ich mich an als Nazi. Ich will das loswerden. Die fällt da vom Stuhl, sage ich Ihnen. Gerade wollte die auf mich losgehen und sagen, Sie sind ja schon wieder die ganz Rechten und Sie sind, ne? Da kommt die Stigmatisierung, kommt ja von denen in der Regel. Und was hat der Nazi mit NASO zu tun, sage ich jetzt mal blöd, wenn man auf die Abkürzung geht. Ich weiß schon ganz genau, wer Nazis sind. Vom Wortstamm. Woanders haben sie es übrigens begriffen, zeige ich Ihnen gleich, ohne mich groß zu äußern. Dann gibt es diese Willenserklärung und die Dinge, die wir hier haben. Habe ich noch 7 Minuten oder bin ich schon drüber? Die hab noch, oder? Die habe ich noch. Ich gucke jetzt auf meine Uhr.
Die Dokumente, die Sie dann auf der CD oder diesem Heft sehen können, wie Sie vorgehen können, erst mit dieser Urkunde. Also man macht diese Urkunde 146, lässt die sich bestätigen, dann werden die sich, übrigens, wir haben deutschlandweit die unterschiedlichsten Reaktionen von in Bayern. Ich lasse mir das immer von den Leuten gerne zuschicken, weil ich sehe, wie reagieren die, was kann man machen, wie wird wohl die Entwicklung sein, wie werden bestimmte Dinge angenommen. Und da haben wir die komplette Bandbreite. Also hier ist auch nichts homogen, noch nicht bei denen. Gott sei Dank, das ist übrigens auch schön. In Bayern hatten wir jemanden in der Verwaltung, der hat sich das durchgelesen, die Urkunde, und hat gesagt, das ist toll, das mache ich gleich mit. Bis hin... Hausverbot, sie kommen nicht mehr rein, Hörer aufgelegt, die stellen total die Kommunikation ein, die machen Sandsäcke vor ihren Behörden. Sozusagen, die kommen hier nicht mehr rein, die erteilen Hausverbot, ja klar. Das ist ja auch private Firma, können sie ja machen, ne? Von wegen öffentlich-rechtlich und so weiter und so fort, da gehen die Dinge ja los. Daran kann man die Sachen ja auch erkennen. Das bedeutet, die haben mal Angst. Ich sag Ihnen, die haben mehr Angst als Sie, wenn sie das tun. Und wenn Sie das mal gemacht haben, und wenn Sie dann sitzen und warten, wie gehen Sie dann damit um? Und Sie sehen die ganzen Leute mit Aktenbergen da reinlaufen und sich jetzt beraten, dann dachte ich, oh toll, Krisensitzung, doch cool. Da kommst du mit nur so einem einfachen Zettel an. Und dann gehen die da schon rein. Wie gehen Sie dann damit rum, um Sie dann irgendwie am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen? Aber keine Gegenwehr in der juristischen Argumentation. Und die vom Bundestag haben mir geschrieben, es handelt sich um eine verfassungsfeindliche Petition. Also wenn die echt verfassungsfeindlich wäre, glauben Sie, ich würde hier eh stehen? Das ist doch Unsinn, meine Damen und Herren. Die sind am Ende. Die Urkunde bewirkt nichts weiter, als dass die Täuscher enttarnt werden. Und wissen Sie, wie verheerend es ist, wenn ganz normale Mitarbeiter in den Behörden das auf einmal entdecken, für wen sie wirklich tätig sind? Und jetzt kommt eventuell von oben die Anweisung, die eigenen Verwaltungsakte zu missachten und den Bürger nicht ernst zu nehmen und rauszuschmeißen? Das ist eine Langzeitbombe, die können Sie sich noch gar nicht vorstellen. Und zwar in den Behörden, die wir dort platzieren. Ob das was bringt oder nicht, die Leute werden konfrontiert mit der Wahrheit und mit der Wirklichkeit. Und die wird es bringen. Weil wir, und das ist meine Hoffnung, wir werden die dort gewinnen. Und ich mache sie nicht zum Gegner. Und ich gehe auch nicht hin und sage, ihr seid die Bösen. Ich frage, habt ihr noch einen anderen Ausweis im Angebot? Nee, ihr könnt ja auch gar nichts machen. Warum? Zur Entnazifizierung sind Sie ja auch gar nicht zuständig, sondern die Alliierten. Und jetzt gehe ich zu den Russen. Warum zu denen? Also persönlich habe ich eine Befindlichkeit festgestellt, dass Putin und Merkel sich nicht leiden können. Das ist schon mal die eine Geschichte, das ist schon mal sehr positiv. Weil man weiß ja nie, man argumentiert irgendwie mit Recht und sowas, aber wissen Sie was? Was hat Recht zu tun, wenn die am Kaminfeuer sitzen und zusammen Whisky trinken? Da werden die Entscheidungen getroffen. Und ob sie da im Recht sind oder nicht. Deswegen gibt es ja auch immer persönliche Kontakte. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns persönlich treffen und kennenlernen und nicht nur skypen und so weiter. Weil der Kontakt macht das aus, aber bei denen doch auch. Ja. Und dann noch etwas, daran können wir anknüpfen. Gerade die, was die auch vorführen. Was so wirklich in der Geschichte gelaufen ist, ist nicht, aber ich könnte hingehen zu den Russen und sagen, wisst ihr was? Ihr habt einen Krieg gewonnen. Aber die Befreiung vom Faschismus ist ausgefallen. Ihr könnt doch nochmal nachholen. Dann stehen die auch da. Man kompromittiert hier und je mehr Urkunden es gibt, je mehr kommen die auf einmal in die Handlungsnot und so weiter. Weil wir waren da und haben mit Leuten geredet, jetzt habe ich nicht mehr die Zeit zu sagen, wie die reagieren. Ich nehme genau die Gefühle auf, wie und wie kann man denn da weiterkommen. Was kriegt man da so von denen als Anregung rein? Denn die sagen, ja, wir denken, das deutsche Volk hat sich damit arrangiert. Und noch schlimmer, unser eigenes Volk denkt, die deutsche Demokratie ist die beste. Na toll. Aber wenn Sie ein Problem haben, dann müssen Sie uns schon anzeigen, dass Sie Schutz und Hilfe brauchen. Das war die persönliche Ansprache. Und meine Damen und Herren, das ist der Punkt. Der Weg in die Freiheit wird Ihnen nicht geschenkt. Den werde ich Ihnen nicht abnehmen. Auch kein Herr Schachtschneider oder wer auch immer wird Sie aus Ihrem Sklavenstatus holen. Den haben Sie persönlich selbst beantragt und nur Sie persönlich können sich da selbst rausholen. Das ist Ihre persönliche Aufgabe. Und hier, meine Damen und Herren, ganz zum Schluss, 2 Minuten habe ich noch. Der Weg geht auch über das Grundgesetz.
ist doch schön. Immer deren Verwaltungsvorschriften, nicht mein Wunsch- und Fantasiedenken, was eventuell auch nicht Fantasie ist, sondern sogar juristisch richtig. Aber kommt bei denen nicht vor, ich muss doch in der Konditionierung von denen arbeiten, wenn ich was erreichen will. Das ist mein Ansatz, verstehen Sie? Wenn wir erfolgreich sein wollen. Und da steht drin im Grundgesetz Artikel 116.2, frühere deutsche Staatsangehörige, und jetzt unser Kommentar, also Vater, Mutter, Oma, Opa, denen zwischen dem 30. Januar 33 und dem 8. Mai, also Drittes Reich, die Staatsangehörigkeit, ja, was gab's denn bis dahin, haben wir festgestellt. Preußen, Bayern, Sachsen, Hessen, hast du nicht gesehen. Aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist. Allen wurde die entzogen. Weil wir haben nur noch die unmittelbare Reichsangehörigkeit. Und jetzt kommt es. Und ihre Abkömmlinge. Ich habe jemanden in meiner Familie, der ist vor dem 30. Januar 33 geboren und der war Preuße. Das habe ich ererbt. Das ist meine echte Staatsangehörigkeit. Was ist mit denen wieder zu machen? Die sind auf Antrag wieder einzubürgern. Und zwar in Form einer Entlassungsurkunde bzw. Verzichtsurkunde. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sind also immer noch Staatsbürger von Preußen, Bayern, Sachsen. Ne? Das ist die Interpretation. Sofern sie nach dem 8. Mai 45 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben, habe ich. Und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben. Habe ich. Und Sie auch alle. Mit dem Antrag auf Personalausweis habe ich auf meine alte Staatsangehörigkeit, das war der entgegengesetzte Wille. Da habe ich auf mein Heimatrecht verzichtet und bin in die Firma eingetreten. Und das müssen wir rückgängig machen. Und im Gesetz steht genau drin, wie. Und dann machen Sie es aber nicht. Aber die Dokumente sind vorhanden und es geht. Es ist sauber. Auch in Ihren Verwaltungsvorschriften richtig. Und wenn wir das durchsetzen, haben wir schon mal einen Großteil unserer Probleme und wir erobern uns so auf die Weise unsere Heimat wieder. Und zwar auch von innen heraus. Denn was steht auch im Potsdamer Abkommen? Was haben die Alliierten reingeschrieben? Es ist nicht unsere Absicht, das deutsche Volk zu versklaven. Toll, so eine Sätze kann ich immer reinschreiben. Wir waren schon versklavt. Aber es ist unsere Aufgabe und unser Ziel, die Selbstverwaltungskräfte des deutschen Volkes zu fördern. Das steht übrigens auch in den Lissabon-Verträgen drin. Subsidiaritätsprinzip. Erzählen Sie, machen tun Sie genau das Gegenteil. Die wollen uns vorschreiben, wie krumm die Gurke ist aus Brüssel. Aber in den Verträgen steht was anderes. Das heißt, wir können bestimmte Dinge, und das ist ja auch meine Stiftungsidee, die ich hatte, gucken, wie sind die Gesetze, wie sind deren Verwaltungsvorschriften. Da, wo sie gut für uns sind, legen wir den Finger rein. Und da, wo sie nicht gut sind für uns, gestalten wir die Umstände so, dass das niemals für uns eintritt. Und dann sind wir juristisch auf unserer Seite, auf der guten Seite. Geben Sie also den Jungs in den Behörden die Gelegenheit, ihnen zu helfen. Meine Damen und Herren, Heimat ist dein Paradies. Und so haben wir diese ganze Geschichte und Kampagne und auch unser Heft benannt. Und das finden Sie auch auf der CD mit allen Dokumenten, wo Sie sich selber austesten können, wo Sie nur noch die Dinge verändern können. Tja, der Untergang, man hat das gesehen, Sie sehen an den Farben Fahne von einer Neujahrsansprache, in welche Richtung das geht. Sie sagen es selber, die werden das durchsetzen, die sprechen mit uns auch in Bildern. Genau so funktioniert das. Erst Deutschland und jetzt und nächstes Jahr gibt es nur noch EU. Und jetzt wollen Sie auch die Unionsangehörigkeit. Wir sind Ihnen auf den Fersen und deswegen macht der Claudia Roth den Vorschlag, wir Deutschen sollen mal vorgehen und auf die deutsche Staatsangehörigkeit, die sowieso nichts ist, verzichten und nur noch die Unionsangehörigkeit haben. Und dann sind wir in der NWO. Aber wir haben jetzt eine gute Chance und können Klagen führen vom Europäischen Menschengerichtshof oder vor dem Internationalen in Malaysia gibt es auch einen, wo wir Klagen vorbereiten, denn uns ist was zugespielt worden, was ich ganz gut finde. Die ganzen Unionsgesetze, die laufen darauf hinaus, dass Staaten der Union beitreten, um das dann aufzulösen. Aber ich muss noch mit einer echten Staatsangehörigkeit in die Union, um dann die Staatsangehörigkeit aufzulösen. Wie früher beim Deutschen Reich. Und jetzt hat der Verband der Sinti und Roma beantragt, in die Europäische Union zu kommen und sind abgelehnt, weil sie staatenlos waren. Da haben wir gesagt, oh, das ist ja cool. Dann müssten sie doch die Deutschen auch rausspeisen. Ne? Da kann man was machen. Also auf diesen Gebieten und so weiter. Ne? Und so geht das immer weiter. Und wenn Sie sich mal Demonstrationen angucken, wie das ist, dann sage ich Ihnen, gucken Sie mal an. Die hier, die haben es kapiert.
sage ich mal so, was hier wirklich läuft auf der Welt und wie es ist. Nur die Deutschen nicht. Und deren Konzept ist, und das ist das Tragische, wenn ich das sehe, wird es mir übel, wenn man die Bewegung in Griechenland sieht, durch diese Entwicklung in der EU hetzen sie wieder die Völker aufeinander. Das ist genau das, was passiert. Und wir sind voll mittendrin, weil momentan sind wir die Zahlmeister für Europa und laden uns zusätzlich den Hass der europäischen Völker zu. Und wir sollten hier langsam aufwachen. Die haben nichts gemerkt, worum es geht und was es ist. Nur wir haben es nicht kapiert. Die Gutmenschen sind wieder im Kampf gegen die Nazis unterwegs. Da sage ich, ja, viel Spaß beim Gang in die Behörden demnächst. Das reicht völlig aus. Dann müsst ihr nicht auf der Straße sein. Das wäre das beste Ding. Und was muss man mit einem Volk machen? Und was ist hier geschehen, weil wieder gerade der Jahrestag der Bombardierung von Dresden war, wenn Menschen, Deutsche, auf die Straße gehen und solche Plakate in Dresden zeigen. Alles Gute kommt von oben. Bomber Harris, do it again. Da bin ich fassungslos, muss ich Ihnen sagen. Und da kann man sehen, dass die eigentlich ganze Arbeit geleistet haben in der Umerziehung. Oder mein Land, meine Stadt, aus dem ich komme, Deutschland verrecke. Mitten in Berlin, meine Damen und Herren. Ja, die sind's. Heimat ist ein Paradies. Schönen Dank. Hallo. Vielen Dank, Andreas Klaus, super. Es geht darum, dass wir uns wieder als Menschen und nicht als Personal sehen. So, ich würde eine kleine Pause machen, 5 Minuten, aber es wird dann doch 10 oder so, aber dann kommt Dagmar und wir werden nicht warten, bis alle sich dann Kaffee und Kuchen geholt haben, sondern wir machen in 10 Minuten wirklich weiter, ja? Und also, es muss jetzt nicht jeder noch Kaffee trinken. Aber